Kann man hier ums Eck? Gucke ich mir nachher an, ob ich das so gut finde, aber ich meine, die Gegebenheiten unten sind jetzt halt so. Muss ich hier halt eventuell noch ein bisschen mehr Freiraum schaffen. So war das. So. Und dann sagen wir zu dir weg und weg und sagen hier und hier 25, 25, 25 und 25. So, und dann würde ich das hier wieder zurückpacken. Genau. Ausgezeichnet. Und dann würde ich hier wieder hingehen und sagen 5. Und sagen zack, zack, zack. Genau. Wunderbar. Und das können wir einfach so machen. Den anderen Schotter würde ich vielleicht. Okay, da komme ich also nicht hin wegen Überbau. Also einmal nehmen wir dich mit. So, und wie gesagt, das muss ja dann eigentlich epochal sein. Das heißt, wir müssen schon hier reinkommen. Und hier eigentlich auch. So. Gut. Und dann können wir hier sagen 4, zack. Genau, dann kommen wir nämlich darunter. Das oben müssen wir jetzt ein bisschen ausdünnen. So, so. Das reicht, glaube ich, schon. Dann können wir hier sowas sagen und dann sind wir hier. So. Jo, gar nicht so schlecht. Wir können auch. Ne, eigentlich nicht. Eigentlich ist es egal. So, dann kommen wir hier runter, dann kommen wir da runter. Und dann sind wir eigentlich hier und dann würde ich hier ganz gerne noch eine Fackel hinpacken. So. Und dann können wir, wenn wir hier schon mal sind, sowas sagen. Würde ich eigentlich schon fast. Wir sind das jetzt, das sind jetzt 5, ne? Dann würde ich eigentlich schon fast so sagen. 5. Pam, pam, pam. Zack. Genau, und da geht's hoch. Und kommt man hier runter, kommt man hierher. Da sollte man nicht weiterlaufen. Oder wir können uns einen geckigen Spaß erlauben und sagen, ihr könnt da schon hin. Fluff, wenn ihr das unbedingt wollt. Genau. Oh, dann würde ich nochmal den Schraubenzieher bemühen. Genau. So und so sieht es quasi von vorne aus, als ob man da einen Lavalauf hätte. Kennt ihr die Dinger aus dem Schwimmbad, wo es halt dann einfach so ist, wo die Dinger so rauslaufen? So ungefähr sieht es aus. Und hier sieht es so aus, als ob es da einfach ablaufen wird. Ich meine, da könnte man jetzt theoretisch auch noch. Das müsste ich mal ausprobieren, ob ich das hinbekomme. Würde ich oben hinpacken.
von dieser Seite, sondern von der Seite und von der Seite. So, und dann müsste ich das von vorne mal angucken. Wahrscheinlich von oben, wenn man es da wahrscheinlich am ehesten sieht. Ich glaube, es passt nicht ganz, aber ich kann es gerade nicht erkennen. Ich glaube, ein paar müsste ich noch ein bisschen drehen, aber das ist ja jetzt, sei es mal. Drum, das interessiert mich gerade eigentlich nicht so wirklich. Was mich jetzt interessiert ist, dass hier eigentlich der reguläre Weg weitergeht. Dann setzen wir hier vielleicht noch eine Fackel hin. So. Und regulärer Weg bedeutet eigentlich, also 1, 2, 3, die Kante will ich schon haben. Bedeutet eigentlich, dass ich jetzt von hier aus gesehen, sowas mache. Oh. Gut, vielleicht dann doch nicht so. Na gut, egal. So, dann würde ich da hier gerne mal dichter hinhauen und zu dir sagen, so und so und so. Und dann wollen wir ja hier einen Platz schaffen. Wo wir quasi wieder runtergehen können. Stück für Stück. Zack. Und zack. So. Dann schauen wir mal, ob das hier weitergeht oder ob wir hier wieder in ein Luftloch kommen. So. Ist hier wenigstens eine Ruhe. Oder vielleicht muss ich das sogar ein bisschen nach. Oh, da drüben gibt es ja noch Kohle. Was habe ich denn die noch nicht mitgenommen? Auf der anderen Seite. Eigentlich wäre es, glaube ich, viel sinnvoller zu sagen. Wir laufen hier so rum. Dann darüber. Und dann kommen wir von der Seite. Das wäre eigentlich mal eine interessante Idee. So, dann würde ich dich mitnehmen. Dann sage ich mal 4 hier. So, und das wäre 1, 2, 3. Ja, genau. Das wäre ja genau die richtige Stelle. Wo wir quasi durch könnten. So. Und ich
macht es dann jetzt einfach mal so. Also ich versuche auf die Kante zu kommen. Ich mache das jetzt einfach mal so. Oh, shit. Ja, eigentlich hätte ich vielleicht mal. Egal. So, ich mache das jetzt einfach mal so, dass ich mich hier von der Kante immer noch ein Stück zurückziehe. Also ihr seht jetzt hier zum Beispiel, da mache ich eine Stufe, da mache ich eine Stufe. Und sobald ich quasi genug Stufen habe, okay, da kann ich jetzt nicht zurück. Das heißt, ich muss hier noch eine machen, da noch eine und da noch eine. Und dann kann ich ja hier und hier. Und das bedeutet ja hier, hier und hier. Und das bedeutet da, da und da. Und das bedeutet da, da und da. Das bedeutet so und so und so. Genau. Also eigentlich wäre es das ja schon. Irgendwie hatte ich vor diesen Lavamonstern Angst. War jetzt gar nicht so schlimm. Gut, also dann würde ich hier vielleicht mal sagen, 4 und 4. So. Dann könnte man theoretisch hier lang. Da lang und da wieder zurück oder halt einfach von hier. Also wir könnten ja jetzt theoretisch von hier durch. Oder wir machen genau das gleiche, was ich da jetzt gemacht habe, von der Seite. Aber da war, glaub, es war, glaub, halt, ja, da müsste ich das so machen. Da müsste ich einen rüber. Und das dann nach geradeaus vorne, das sieht aus, als ob da ein Durchgang wäre. Roah! Was für Spongos, ey. Okay, machen wir das mal anders. Hauen wir da in die Treppe rein. Stufen haben wir ja noch ein paar. Haben wir nicht noch ein paar? Da, genau. Ich wollte gerade sagen, Stufen haben wir ja noch ein paar. Fünf war es natürlich. Zack. Und zack. Ja, von mir aus. Ja, genau, so ist gut. Beim Hochlaufen ist okay, beim Runterlaufen ist ein bisschen seltsam, wenn wir da mehr so fallen, aber das juckt jetzt gerade auch nicht so richtig. Und wir machen ja jetzt eh wieder die Lava-Welt kaputt. Indem wir hier erstmal Licht machen. Und hier erstmal Licht machen. Und da ist schon wieder Sackgasse, das ist gut. Und dann würde ich hier hinten sagen.
kommt die Lava weg. Lavanet, haha. Witzknochen. Brauchen wir hier die Wand durch. Die Rohstoffe holen wir uns später, wenn wir die Lava eingedämmt haben. Ziehen wir hier noch die Wand durch. Ah, die Höhle ist gar nicht so klein. Vor allem, ich finde es total faszinierend, dass es eben voll das zusammenhängende Gebiet ist. Okay. Ziehen wir dich hier durch. Da, da, da und da. Und dann machen wir hier mal raus. So. Ah, wunderbar. Weil wir ja noch nicht tief genug in der Höhle sind. Ich werde bekloppt, ey. Ja, von mir aus. Okay, immerhin ist es eine Sackgasse. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier wirklich uns die Rohstoffe rausholen. Das wird ja schon reichen. Weg. Der da. Ausgezeichnet. Du und du. Super. So, hier sehe ich gerade nichts. Da oben wäre Kohle. Dann ist Ende. Da ist Erz. Erz, da ist Erz. Der, vielleicht setzen wir hier mal eine Fackel. Okay, so. Haben wir theoretisch da oben noch was? Hier haben wir noch ganz viel. So. Da will ich noch weiter schauen. Aber das sieht gut aus. Das habe ich. Da würde ich an der Wand lang ganz gerne rübergehen. Da haben wir da auch noch Kohle. Das heißt, ich mache jetzt hier erstmal das Zeug weg. Haben wir dich und dich. Dann können wir hier rüber.